Willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Madrid. Ich bin ein Deutscher in Spanien. Ja, und heute ist schon wieder einiges passiert. Heute ist Samstag. Wir sind zu Hause bei den Kindern. Und heute Morgen gab es schon ein riesengroßes Unglück. Und zwar der Kleine hatte den Kaba genommen und auf dem ganzen Boden verteilt. Aber nicht nur auf dem ganzen Boden, sondern in der ganzen Wohnung auf dem Boden. Also nach unserem leckeren Frühstück heute Morgen mussten wir schon wieder alles putzen und waschen und den Kleinen duschen. Ja, also der Morgen hat auf jeden Fall schon wieder richtig toll angefangen. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Marke, oder? Schaut mal. Aber das ist nicht alles. Hier geht's weiter. Und jetzt kommt's. Der ganze Boden ist voll. Aber so ist das eben in einer Großfamilie. Also wir sind ja eine Großfamilie, drei kleine Kinder. Mein Schnupfen gestern war ganz schlimm. Dann habe ich jetzt mal zwei Ebastinas genommen, also 20 Gramm am Tag. Und jetzt heute geht es mir relativ gut und die Nacht war auch top. Das Wetter heute ist leider nicht so schön. Es ist ein bisschen grau, ziemlich viele Wolken. Aber wir gehen trotzdem raus. Und zwar nehme ich dich mit, weil wir gehen heute Seilbahn fahren. Und zwar gehen wir in den Park Casa de Campo. Und da gibt es eine große, lange Seilbahn, in der kann man fahren, kostet für Erwachsene 5 oder 6 Euro hin und zurück. Und das probieren wir heute mal für dich aus, falls du es auch mal selber machen willst. Ja, und da nehme ich dich mit und zeige dir den Rest vom Tag, also bleib dran. Ja, und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lasse ich dir hier oben mal meinen letzten Vlog. Falls dich das interessiert, da kannst du auch mal reinschauen. Das Wetter langsam wird richtig schön warm. Heute ist vorausgesagt bis 21 Grad, auch wenn es nachts 5 Grad sind. Aber man merkt auf jeden Fall, langsam gehen die Temperaturen wieder hoch und es ist alles gut hier in Spanien. Die Coronavirus ist leider auch immer noch da, aber wir gehen mit Maske raus und so zeige ich dir jetzt heute auch mal den Casa de Campo Park. Das ist einer der größten Parks hier in Madrid und hat viele Möglichkeiten, speziell was Spazieren angeht. Und es gibt auch einen kleinen See und es gibt eben diese besagte Seilbahn. Und außerdem habe ich diese Woche noch die Nachricht bekommen, dass ich endlich Spanier werden kann. Ja, also es hat jetzt 3 Jahre gedauert. Ich habe quasi den Antrag vor 3 Jahren gestellt, im September oder November 2017. Und diese Woche habe ich jetzt Bescheid bekommen, dass ich akzeptiert werde. Yes. Jetzt muss ich eben noch einen Termin bekommen beim Registro Civil und da ein Juramento ablegen. Also ich muss quasi darauf schwören, dass ich dem spanischen König folge etc. Den ganzen Regeln und Gesetzen hier in Spanien. Aber wenn ich kann, nehme ich euch da mit und dann zeige ich euch das, wie das Ganze abläuft. Oder ich erzähle es euch zumindest kurzfristig. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Ja! Super, dann fahren wir los. Situation. Wir sind jetzt also in Casa de Campo angekommen, aber wir konnten leider nicht hochfahren bis auf den Parkplatz von der Seilbahn, weil die Straße ist gesperrt. Also die Google-Route konnten wir nicht fahren, auch wenn es Google so vorgab, aber das ist auf jeden Fall nicht möglich. Jetzt haben wir eben unten geparkt und versuchen hochzulaufen. Sind circa 20 Minuten, was Google sagt. Mit den Kleinen müssen wir schauen, ob es geht, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und ansonsten gibt es eben ja auch einiges an Spielplätzen, ganz tolle. Und wenn wir da eben nicht hoch können, dann, ja, dann bleiben wir eben hier auf den Spielplätzen und genießen ein bisschen die Natur, so wie die Leute hier auch. Also ist auf jeden Fall immer ein Ausflug wert, hier mal herzukommen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und hier hinten, da ist der große See, den kann man umrunden. Und das ist auch ein schöner Spaziergang, den ihr auf jeden Fall machen könnt. Hier ist die Straße geschlossen. Auf dem halben Weg hoch zur Seilbahn. Zwar ist das ja eben wie gesagt circa 20 Minuten, aber es geht gar nicht so steil hoch, also ist eigentlich annehmbar. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Stopp gemacht und zwar hier hinten.
Das ist der Vergnügungspark von Madrid. Da gibt es auch viele tolle Sachen, die sehen wir gerade schon die ganze Zeit. Und da waren wir aber noch nicht, also sollten wir mal einen Tag hingehen, dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und jetzt geht es weiter die Straße entlang, die man übrigens nicht mit dem Auto hochfahren kann. Da muss man wirklich unten parken und zu Fuß hochlaufen. Hier kann man auch noch die Auswirkungen von dem Schneesturm damals sehen. Bienvenido. So, wir haben die Tickets da hinten gekauft. 20 Euro für uns alle. Und jetzt geht's los. Wow, das ging schnell. Aber wir sind schon drin. Schaut mal diese riesen Räder, die es hier gibt. Da sieht man die besser. Und da geht's jetzt raus. Schön war's. Ihr habt's ja gesehen. Wie gefällt's euch? Schreibt's auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob's dir gefallen hat. Tja, kennt ihr eigentlich Iker Casillas? Der wohnt wohl scheinbar hier in einem von diesen Häusern. Eine sehr bekannte Straße und hier hinten, da ist der Plaza de España. Das ist eine sehr gute Lage hier. Alle scheinen hier ein bisschen Geld zu haben, weil hier gibt es ein Restaurant. Da gibt es keinen einzigen Platz, aber nur ganz, ganz leckeres Essen. Ja, also das hier ist das Restaurant hier. Da vorne sitzen ganz viele sehr edle Leute mit scheinbar wohl viel Geld. Schaut teuer aus. Aber typische spanische Spezialitäten. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder durch den Park Richtung Seilbahnstation und fahren wieder zurück Richtung Casa de Campo und zu unserem Auto. Oh oh, ich sehe gerade die Schlange vor der Seilbahn. Wir müssen lange warten, glaube ich. Tja, und weil es da eben jetzt gerade so viele Leute gibt, hier oben fahren die Gondeln jetzt gerade schon wieder raus, sind wir eben jetzt, also ich zumindest, hier unten mit dem Kleinen. Hier gibt es ein bisschen einen Platz hier. So kann er ein bisschen rumrennen, aber oh je, ich glaube, das wird wohl 20 Minuten wird locker dauern. Aber es bewegt sich was, so wie ich gerade sehe. Ja, hoffentlich geht's schnell. So, da geht's wieder los. Lass mich immer noch warten, ja. So, und wir sitzen schon wieder. Wow, da geht's ja weg. Sehr schön.
da sind wir wieder. Jetzt müssen wir nur noch zum Auto laufen. Und zwar geht's hier lang. So, mal so als kleines Fazit. Ich finde die Seilbahn ziemlich gut. Die Fahrt ist gar nicht mal so lang. Also sie geht, wenn du mit jemandem zusammen bist, super schnell vorbei. Aber ja, ob Familie numerosa oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Also du hast 2 Euro Vorteil nur. Du zahlst eben mit einer Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder, 22 Euro und als Familie numerosa 20 Euro. Also von dem her ist es egal. Aber es ist auf jeden Fall wert, mal die Erfahrung zu machen. Das ist super, wirklich toll mit den Kindern, die Aussicht zu genießen. Und vor allem die Fahrt durch die großen Träger, wenn du da richtig hinschaust und da durchfährst, das ist auch wirklich beeindruckend. Von dem her wirklich empfehlenswert. Kannst du übrigens von beiden Seiten aus, da kannst du quasi auch einsteigen und hin und zurück dann einmal hochfahren und dann wieder runter und in der Stadt, in der Avenida de Rosales, da kann man auch parken mit dem Auto. Wir haben es andersrum gemacht, aber ich glaube, ist egal, wie rum du es machst. Das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Es ist zwar schon 16:30, aber wir haben noch nicht Mittag gegessen. So, wir sind gerade noch einkaufen hier mal Campo. Damit geht eigentlich der Tag eigentlich auch schon zu Ende, aber ich mache euch nachher noch ein richtiges Outro. Ja, meine Lieben, jetzt ist es gestern doch ein bisschen zu spät geworden und im Alcampo haben wir eben noch einiges gekauft, aber ich habe jetzt nicht das Outro gemacht, also dann mache ich es eben jetzt. Und zwar möchte ich mich dafür bedanken, dass du das Video geschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es denn so ist, dann gib mir einen Like. Hier oben kannst du auch meinen Kanal abonnieren und hier lasse ich dir das nächste Video, damit du natürlich auch gleich weiterschauen kannst, wenn es dir gefällt, meine nächsten Vlogs. Ich habe ganz viele da. Und damit bis zum nächsten Vlog. Ciao!